Heute komme ich nach Hause, gucke, es liegt überall Spielzeug und Apollos Fell fliegt wie trockenes Gras durch die Wüste. Aber egal, ich freue mich trotzdem hier zu sein und frage natürlich auch meine Katzen. Hallo Babys, habt ihr mich vermisst? Okay, du Gesicht, dann halt nicht. Ich bilde mir trotzdem ein, dass sie mich vermisst haben und hab sie gekrault. Dann wollte ich Cosmo kurz aufessen, weil er so süß ist, hab mich aber noch beherrschen können und hab ihm sein Geschirr angezogen. Und nein, ich hätte meine Katze natürlich nicht gegessen. Hallo, ich bin Vegetarier. Heute ist aber auch richtig schönes Wetter und deswegen ist unser kleines Hausschwein auch mitgekommen. Hat sich ein bisschen im Dreck gesudelt. Naja, ist jetzt auch nicht viel dreckiger als unser Flur. Und dann kam Cosmo sehr zielstrebig auf Apollo zu und ich dachte mir, nein, der erkennt seinen Bruder wieder nicht. Hatte schon Angst, dass die gleich anfangen, sich zu streiten, aber Apollo hat das ganz gut gelöst. Er hat Cosmo einfach umarmt und die ganze Situation deeskaliert. Aber 2 Minuten später hatte auch Apollo keinen Bock mehr und wollte wieder reingehen. Und nur 1 Stunde später wollte auch Cosmo wieder reingehen. Währenddessen konnte sich Apollo wiederum nicht entscheiden, ob er wieder raus will. Aber ich musste die Tür zumachen, weil ich nicht ganz Deutschland mitheizen will. Jetzt seht ihr einfach meine Routine im Schnelldurchlauf. Schnell noch das Kätzchen knuddeln und mit dem anderen Kätzchen auf die Couch. Denn Apollo mag es nicht, auf der Couch mit mir zu liegen. Aber jetzt war er eifersüchtig. In diesem Haus kann man das niemandem recht machen.